Ja, dann auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Und dann darf ich Ihnen die Initiativen unserer Fraktion für diese Woche vorstellen. Wir haben ja am Donnerstag das Plenum, das heißt, die Ausschüsse tagen am Dienstag und Mittwoch. Und am Donnerstag werden wir die Aktuelle Stunde haben. Da wird der Kollege Graupner dann nochmal sehr intensiv drauf eingehen schon mal. Und wir werden natürlich auch einen Dringlichkeitsantrag stellen für die Beratung am Donnerstag. So, wichtig sind aber die Ausschüsse diese Woche, zumindest für heute Morgen. Und wir haben im Ausschuss für Kommunales und Inneres einen Antrag, nämlich die Kriminalstatistik deutlich transparenter zu gestalten. Wir wollen, dass die Mehrfachstaatsangehörigkeiten erfasst werden und somit auch in die polizeiliche Kriminalstatistik eingehen. Da sind wir gespannt, wie das die anderen Fraktionen sehen. Wir gehen davon aus, dass das natürlich zum gesamtheitlichen Bild beiträgt und dass es dann nicht heißt, der Täter war deutsch, obwohl er deutsch und dann noch irgendwelche zwei, drei anderen Staatsbürgerschaften hat. Von dem her, das ist eigentlich ein überfälliger Schritt. Eigentlich hätte man das schon vor längerer Zeit machen müssen, als man die zweite Staatsbürgerschaft ja auch eingeführt hat. Da ist in dem Bereich leider nichts passiert und von dem her, wenn es hier um Transparenz geht und vielleicht auch mit Vorurteilen aufzuräumen, muss das mit erfasst werden. Dann haben wir ein ganz aktuelles Thema zu den ukrainischen Fahrzeugen, die ja durch die Flüchtlinge aus der Ukraine immer mehr zu uns kommen. Und da haben wir ja das Problem, dass die Haftpflichtversicherung nach einer gewissen Zeit ausläuft, beziehungsweise da gibt es hier Probleme beim Haftpflichtversicherungsschutz, der jetzt zwar nochmal verlängert wurde, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es hier zu erheblichen Schwierigkeiten kommt, wie uns viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder berichten, die leider halt in Unfälle verwickelt waren. Und deswegen haben wir hier einen Antrag, auch im Bereich Inneres, dass wir unfallgeschädigte Verkehrsteilnehmer nicht im Stich lassen wollen und hier entsprechend mehr Kontrollen von ukrainischen Fahrzeugen durch die Polizei wünschen, insbesondere dann, wenn es zu einem Unfall gekommen ist. Dann haben wir ein Antragspaket aus zwei Anträgen, das sowohl im Innenausschuss als auch im Gesundheitsausschuss beraten wird, nämlich für flächendeckende einheitliche IT-Lösungen in Bayern. Und da haben wir zum einen das ganze Thema bei der Einsatzleitsoftware für die Ersthelfer, für die Rettungsfahrzeuge, die unterwegs sind, die ja dem Bereich Inneres zugeordnet sind. Und wir haben das gleiche Thema nochmal für Nebenwirkungen und Medikationsfehler im Bereich der ärztlichen und Krankenhausversorgung an den Kliniken. Und auch hier wäre es unserer Meinung nach sehr, sehr sinnvoll, auf einheitliche Softwarelösungen zu setzen. Dann haben wir weiters im Gesundheitsausschuss das Thema Blutkonserven. Im Moment haben Sie es vielleicht auch mitbekommen, Rotes Kreuz und wie sie alle heißen, sind gerade wieder sehr eifrig dabei, Blutkonserven aufzubauen, weil die durchaus in manchen Bereichen eng werden. Und das ist ja ein Thema, das uns leider die letzten Jahre schon immer wieder begleitet. Und wir wollen hier Anreize schaffen, um hier mehr Blut zu spenden, dass man es auch beispielsweise während der Arbeitszeit machen kann, dass man mehr Aufklärung diesbezüglich an Schulen und Berufsschulen macht. Und da hoffen wir uns eigentlich nochmal Impuls für das Thema Blutspende, weil es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lebensnotwendig ist. Dann haben wir einen dritten Antrag im Gesundheitsausschuss. Das war mir ein Dringlichkeitsantrag fürs Plenum, beziehungsweise als Dringlichkeitsantrag Stufe 2. Und hier geht es wieder um das Thema Entschädigung für Impfopfer. Sie wissen, dass wir im Haushalt ja gern mehr Geld ausgegeben hätten für Geschädigte der Corona-Impfung. Und es laufen sich ja die Leute mittlerweile die Hacken wund.
um hier irgendwie Hilfe zu bekommen. Wir haben ja kein Corona-Zentrum in Bayern, das weiterhelfen könnte. Die Corona-Hotline war ja zeitweise total überlastet, die man mittlerweile geschalten hat. Und auch hier wollen wir nochmal mehrere Impulse setzen, um entsprechend das Thema auf der Tagesordnung zu haben und die Staatsregierung jetzt endlich mal zu bewegen, dass sie hier deutlich mehr Anstrengungen macht. Sehr wünschenswert wären natürlich die gleichen Anstrengungen wie während der Corona-Krise, dass man jetzt auch den Leuten, die jetzt hier Schädigungen erlitten haben, weiterhilft. Und wenn man sich die Berichte der letzten Woche anschaut, unserer Erkenntnis nach sind es 9 anerkannte Impfschäden, die in Bayern aufgrund von Corona anerkannt wurden, während Tausende unter den Folgen noch leiden. Dann haben wir das Thema Landwirtschaft. Wir wollen hier einen Antrag vorstellen und da geht es um die Auswirkungen der EU-Agrarpolitik auf die bayerische Landwirtschaft, dass man sich das nochmal genauer anschaut, welche ökonomischen Folgen, welche ökologischen, welche sozialen Folgen haben geplanten oder die durchgeführten Reformen von der EU-Kommission, gerade im Hinblick auch auf die gemeinsame Agrarpolitik für die bayerische Landwirtschaft. Da kommen ja lokale Faktoren wie das Volksbegehren noch dazu. Wir wollen aber hier eine ausführliche Expertenanhörung dazu, dass man sich den Themen nochmal nimmt, welchen Einfluss diese EU-Politik auf die bayerische Landwirtschaft nimmt. Hier geht es vor allem auch um das Thema Selbstversorgungsgrad, das uns sehr am Herzen liegt. In Zeiten, wo es schwieriger wird, mit Versorgungsketten oder sicheren Versorgungsketten zu arbeiten, wollen wir hier auch nochmal darauf einen Fokus legen und vor allem auch auf die Entwicklung der Erzeugerpreise und damit auch der Verbraucherpreise. Sie kennen die schwankenden Milchpreise in Bayern. Letztes Jahr gingen die Milchpreise ja nach oben, gleichzeitig gingen aber auch die Erzeugerkosten massiv nach oben, weil die Dieselpreise ja gestiegen sind. Im Moment bleiben die Erzeugerpreise vergleichsweise hoch, die Verbraucherpreise gehen aber runter, gerade wenn es um das Thema Milch geht. Und das schnürt vielen wirtschaftlich den Hals zu. Also von dem her, wir brauchen hier nochmal einen genauen Blick, um die Möglichkeiten, die wir in Bayern haben, besser zu adjustieren. Und dann haben wir als letztes noch im Landwirtschaftsausschuss eine Aufforderung an die Staatsregierung in Brüssel Druck zu machen, dass die gemeinsame Agrarpolitik, also die GAP, auf ihren Kern zurückgeführt wird, nämlich dass die richtigen Landwirte auch Agrarsubvention bekommen und eben Nicht-Landwirte keine Agrarsubvention bekommen. Wir halten das für dahingehend wichtig, dass eben Landwirte mit diesen Geldern gefördert werden und nicht landwirtschaftliche Akteure wie beispielsweise irgendwelche Grundstücksspekulanten, die irgendwelche Subventionen für sich dann einstreichen und vielleicht irgendwelche externen Firmen mit irgendwelchen Pflegen von Ackerrandstreifen oder was auch immer beauftragen. Wir wollen, dass dieses Geld eindeutig der Landwirtschaft zugutekommt. So, und das sind so unsere Initiativen. In den anderen Ausschüssen sind hauptsächlich dann auch Anhörungen diese Woche. Und von dem her können wir uns jetzt aufs Plenum konzentrieren. Wir dürfen die Aktuelle Stunde vorstellen. Und alles dazu berichtet jetzt mein Kollege, der Richard Graupner. Dankeschön. Danke dir, Andi. Auch von mir guten Morgen in die Runde. Was liegt näher in dieser Woche, wenn wir die Aktuelle Stunde bestimmen können, als dass wir uns den Flüchtlingsgipfel, der am Mittwoch stattfinden wird, zu Herzen nehmen? Es geht ja schon mal los bei der Begrifflichkeit Flüchtlingsgipfel. Eigentlich müsste das Ganze Zuwanderungsgipfel heißen, weil es ist für jeden offensichtlich und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass sich unser Asylrecht zu einem Zuwanderungsrecht entwickelt hat. Das sieht man aller Orten. Anlass für diesen Gipfel, der am Mittwoch stattfindet, sind ja die Belastungen der Kommunen. Das muss ich hier nicht wiederholen. Es ist jeden Tag zu lesen, wie sich Bürgermeister, wie sich Landräte händeringend an die politisch Verantwortlichen in den Ländern im Bund wenden, weil sie einfach bei der Unterbringung
der Menschen als auch bei der Kostenbewältigung nicht mehr hinterherkommen. Und das ist ja nur ein Phänomen oder ein Ausfluss eines Gesamtphänomens, das wir seit 2015 beobachten können. Wir haben in Deutschland seit 2015 rund 3 Millionen Fremder, die ins Land gekommen sind. Im ersten Quartal diesen Jahres hatten wir allein 90.000 Asylanträge. Das heißt, das ist eine Steigerung von 80% zum Vorjahr. Man sieht also, wie diese Entwicklung nicht nur kontinuierlich weitergeht, sondern wie sie sich sogar steigert. Die Folgen davon sind überall sichtbar. Man muss nur durch unsere Innenstädte gehen. Jeder kann das selber sehen. Und sie sind auch spürbar. Sie sind spürbar in den Kindergärten, in den Schulen, auf dem Arbeitsmarkt. Ich möchte nur ein Schlaglicht rausgreifen aus meiner Heimatstadt in Schweinfurt. Da war jetzt erst vor kurzem ein Bericht vom ZDF, war es, glaube ich. Da ist eine Grundschule beleuchtet worden. Da sind zwischenzeitlich über 80% der Schüler mit Migrationshintergrund. Ein großer Förderbedarf bei vielen dieser Kinder. Da ist nicht mehr die Frage, wer wen integriert, das ist doch ganz klar. Und die Schulen von heute sind die Gesellschaft von morgen. Das muss man in diesem Zusammenhang ganz klar feststellen. Und auch Schweinfurt, ich bleibe gerne bei der Stadt, wo ich die Zahlen auch ganz genau im Kopf habe. Wir haben in Schweinfurt auf dem Arbeitsmarkt einen Anteil an der Arbeitslosenquote bei den Ausländern von 42,5%. Es ist kein Wunder, dass Schweinfurt dann zum Beispiel eine doppelt so hohe Arbeitslosenquote hat wie der bayerische Durchschnitt. Wir haben nämlich 6,2 im Vergleich zu 3% bayernweit. 42% der Arbeitslosen sind Ausländer. Das alles deutet ganz klar darauf hin, dass unser sogenanntes System, wo unser Innenminister auch immer gern von Humanität und Ordnung spricht, völlig außer Kontrolle geraten ist. Und wenn er von Humanität und Ordnung spricht, muss man auch erwähnen, wir haben eben das Stichwort schon gehabt, die polizeiliche Kriminalstatistik, die ist jetzt erst vor kurzem wieder veröffentlicht worden, mit erschreckenden Zahlen. Das ging völlig unter. Wir haben zum Beispiel einen Anteil von Nichtdeutschen an allen Straftaten von 36,5%. Das ist ein Allzeithoch. Das ist der höchste Wert, den wir je hatten. Darüber ist hinweggegangen worden. Seitens der Medien ist darüber hinweggegangen worden. Seitens der etablierten Politik ist darüber hinweggegangen worden. Da wurde kein Schlaglicht draufgeworfen. Und wenn ich dann nochmal etwas genauer in die Kriminalstatistik reinschaue, nämlich den Bereich der Zuwanderer, das sind also die Personen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, dann sehen wir, dass es sind rund in Bayern 500.000, eine halbe Million Zuwanderer, die wir in den letzten Jahren hatten, die also auch in der Statistik ausgewiesen werden. Das sind etwa 3,8% der jetzigen Bevölkerung. Und diese 3,8% der Bevölkerung sind für 16,4% der Gewaltkriminalität verantwortlich. Das ist ein offensichtliches Problem und da kann auch unser Innenminister nicht einfach drüber hinweggehen, sondern und im Gegenteil noch behaupten, das hat er in der letzten Zeit öfter gemacht, dass er gesagt hat, ja, es gäbe hier politische Kräfte, die behaupten, mehr Ausländer, mehr Zuwanderung würden mehr Kriminalität bedeuten. Ja, die Zahlen geben das genau das her. 3,8% der Bevölkerung sind für 16,4% der Straftaten im Bereich der Gewaltkriminalität verantwortlich. Und von den traurigen, spektakulären Fällen von Tötungsdelikten, die wir auch zu beklagen hatten, in dem Bereich will ich gar nicht reden. Ich sagte hier nur das Stichwort der schrecklichen Messermorde in Würzburg. Und das Schlagwort von Humanität und Ordnung kann unser Innenminister auch nicht im Bereich der Abschiebungen tatsächlich vollziehen. Wir haben in Bayern 30.000 Ausreisepflichtige. Von diesen 30.000 Ausreisepflichtigen sind 9.000 sofort vollziehbar ausreisepflichtig. Also das sind wirklich die Personen, wie man salopp sagt, da ist Schluss mit lustig. Da sind sämtliche Verfahren durchlaufen, da gibt es keine rechtlichen Möglichkeiten, die müssen abgeschoben werden. Von diesen 9.000 sofort vollziehbar Ausreisepflichtigen hat es Bayern gerade geschafft, 1.733 im letzten Jahr abzuschieben. Also noch nicht einmal hier schaffen wir es oder schafft es der Innenminister, sein Wort von Humanität und Ordnung tatsächlich in die Tat umzusetzen. Anlass, habe ich eingangs schon gesagt, sind die Klagen der Kommunen, die seit Monaten mit diesem Problem extrem belastet sind. Und unsere Forderungen sind 3 Schritte. Zum ersten als Sofortmaßnahme. Die Kosten, die elementaren hohen Kosten, für die der Bund verantwortlich ist. Der Bund kann nicht darauf verweisen, dass ja eigentlich die Kommunen dafür zuständig sind. Das ist richtig. Die Kommunen sind aber nur dafür zuständig, wenn
wir normale Verhältnisse haben. Wenn der Bund aber seinen Pflichten nicht nachkommt, weder bei der Kontrolle der Einreise noch bei der beim Vollziehen der Abschiebungen, dann ist er auch dafür verantwortlich, dass die Kosten den Kommunen vollständig erstattet sind. Und dann kommen wir zum Freistaat Bayern. Der Freistaat Bayern fordert das auch, da hat er völlig recht, da hat er unsere Unterstützung. Nur wenn der Bund das nicht tut, wenn der Bund hier seinen Pflichten nicht nachkommt, dann muss der Freistaat hier in Vorleistung gehen. Der Freistaat muss in Vorleistung gehen und muss den Kommunen die Kosten 1:1 erstatten. Sonst kommen wir hier nicht mehr zurecht. Bayern hat ja auch jetzt, als wir kürzlich den Haushalt verabschiedet haben, zwar den Kommunen ein Mehr an Geld gegeben, aber er hat nicht die Inflation ausgeglichen. Das heißt, dass die Kommunen jetzt schon bei gleichbleibenden Kosten zusätzlich belastet sind und müssen schauen, wie kommen sie denn überhaupt mit den ganzen Aufgaben, die sie zu bewältigen haben, zurecht. Also hier ist der Freistaat gefordert. Zweite Forderung, das ergibt sich aus der Gesamtsituation, wir müssen endlich dazu kommen, man hört es jetzt ja auch teilweise in der Diskussion, dass wir die Einreise in die Europäische Union und die Einreise nach Deutschland streng kontrollieren, weil ich muss die Zahlen jetzt nicht alle nochmal wiederholen, aber sie geben sehr eindeutig her, wer erst einmal in Deutschland ist, wer erst mal hier einen Antrag gestellt hat, der wird in aller Regel nicht mehr abgeschoben, der bleibt dann auch hier. Das heißt also, der Schlüssel für das Ganze liegt bei der Kontrolle, bei der strengen Kontrolle der Einreise. Und wenn es die EU nicht schafft, die Außengrenzen entsprechend zu schützen, und danach sieht es im Moment nicht aus, dann müssen wir auch dahin kommen, dass wir sagen, dann kontrollieren wir unsere nationalen Grenzen. Da höre ich dann auch oft, ja, das ist ja, das geht ja überhaupt nicht, das ist nationales Recht, da will ich nochmal daran erinnern, dass das nationales Recht ist. Wir haben einen Artikel 16a Grundgesetz, da steht ganz klar drin, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Deutschland einreist und Asyl beantragen will, der kann an der Grenze zurückgewiesen werden. Wir tun das nur deswegen nicht, weil wir uns auf den Außenschutz der EU-Grenzen verlassen. Aber der funktioniert nicht. Also muss man ernsthaft überlegen, ob wir nicht zumindest bis hier wieder Ordnung ins System gekommen ist, auch unsere nationalen Grenzen besser schützen. Und der dritte Punkt ist die Remigration. Auch das muss angegangen werden. Ich habe die Zahlen eben genannt. Wir müssen erstmal dahin kommen, dass wir überhaupt diejenigen, die tatsächlich vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch alle wieder nach Hause schicken können. Das sind die drei entscheidenden Punkte, die ich jetzt hier in dem Zusammenhang rausgreifen will. Und das wird auch der Kern unserer Aktuellen Stunde am Donnerstag sein. Vielen Dank, meine Herren. Gibt es Fragen? Ja, bitteschön. Ja, hallo, Johann Osel, Süddeutsche Zeitung. Zwei Fragen. Zum ersten zum Asylthema, Herr Graupner. Die krankt es denn daran, dass der Freistaat die Ausreisepflichtigen nicht abschieben will? Oder trifft es auch zu, dass er sie nicht abschieben kann, weil zum Beispiel die Herkunftsländer, Heimatländer die Leute nicht zurücknehmen? Also wo ist konkret der Wurm drin in diesem System der Abschiebungen? Zweite Frage, weil gerade zwei Listenführer von Bezirkslisten für die Landtagswahl hier sitzen, wollen Sie vielleicht beide einen kurzen Ausblick aufs Wochenende geben und auf die Frage, ob die AfD denn einen Spitzenkandidaten oder ein Spitzenkandidatenteam wählen oder benennen wird? Danke. Ja, die erste Frage kann ich Ihnen nicht im Detail beantworten. Das müsste man sich tatsächlich anschauen. Da müsste man sich tatsächlich die Einzelfälle anschauen. Warum war es hier nicht möglich? Ich habe aber den Eindruck, dass, und das haben wir auch schon mit Anträgen gefordert, dass einfach auch die Logistik hierfür gar nicht vorhanden ist. Ich kenne das selber noch aus meiner früheren Dienstzeit, dass das, oftmals nebenher gemacht worden ist von Kollegen, die eigentlich andere Aufgaben hatten. Die sind dann nebenbei mit Abschiebungen betraut gewesen. Also ich habe eher den Eindruck, dass dass der politische Wille fehlt, hier die Logistik im Hintergrund zu schaffen, um ganz gezielt, und das muss einfach sein, natürlich bindet das Kräfte, natürlich wird das auch Kosten verursachen, aber das gehört zu dem Gesamtthema dazu, alles verursacht hier Kosten, dass wir entsprechende Dienststellen brauchen, die sich tatsächlich nur noch mit dem Thema der Abschiebungen befassen. Und ich denke, dann können wir tatsächlich auch eine deutliche Verbesserung bei den Zahlen erreichen.
zur zweiten Frage hat sich die Fraktion mehrfach dazu ausgetauscht. Wir werden uns auch diese Woche nochmal dazu austauschen. Aber aktueller Stand ist, dass wir lagerübergreifend eigentlich uns einig sind hier in der Fraktion, dass nur jemand, der schon hier in der Fraktion ist, beziehungsweise sich um den Landtag bewirbt, entsprechend glaubhaft uns nach außen für die Landtagspolitik repräsentieren kann. Ich glaube, da sind wir uns alle komplett einig. Und ansonsten war bei uns der Tenor, dass aufgrund des bayerischen Wahlsystems es einfach nur Sinn macht, dass es die Listenführer als Team machen plus dem Fraktionsvorsitzenden. Das werden wir auch so dem Landesparteitag am Wochenende vorschlagen. Was der Landesparteitag dann bestimmt oder beschließt, werden wir sehen. Aber wir gehen davon aus, dass man da dem Vorschlag der Fraktion folgen wird, dass wir also ein Team der Listenführer haben werden, die diese überregionalen bayerischen Termine wahrnehmen wird. Und dazu kommt der aktuelle Fraktionsvorsitzende logischerweise, der uns da unterstützt. Und ansonsten ist, glaube ich, jeder in seinem Wahlkreis richtig aufgehoben, weil dort ist er auch wählbar, da ist er das Gesicht der Partei. Und wir haben genügend zu tun. Wir haben eigentlich vor, einen sehr intensiven Wahlkampf zu machen. Bei uns wird jeder entsprechend unterwegs sein und so ist es eigentlich gut aufgeteilt. Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn, irgendjemand von Berchtesgaden bis Aschaffenburg durchzuplakatieren, wenn er in größten Teilen von Bayerns dann gar nicht wählbar ist. Also von dem her haben wir uns hier trotz mancher Differenzen in der Vergangenheit sehr einstimmig darauf geeinigt, dass wir genau das dem Parteitag vorschlagen wollen. Und wenn ich mir das Feedback aus der Partei so anhöre, was da die meisten uns jetzt zugetragen haben, sollte das eigentlich auf sehr fruchtbaren Boden fallen. Noch Fragen? Ja, ich kann. Ja, bitteschön. So, wie beurteilen Sie denn jetzt der Kurs von der Ampelregierung zur Flüchtlingspolitik? Weil es scheint ja so, dass die gar nicht mal so einen linken Kurs fahren, wie Sie vielleicht erwarten hätten können. Und pro Asyl, habe ich gerade gelesen, die, wirft sogar der Bundesregierung vor, dass sie einen Seehofer-Kurs fahren. Jetzt akustisch tut mir leid, jetzt nicht ganz. Die Ampel biegt nach rechts ab. Die Ampel genau, biegt nach rechts ab. Ja. Da hätte ich jetzt erst zunächst mal die Union in der Frage vermutet, weil die ja zumindest, ist es so zu lesen, wird so kommentiert, angeblich nach rechts abbiegt. Aber das ist natürlich das Spiel, was wir von der Union kennen. Ausgerechnet die CDU, CSU, die ja im Jahr 2015 völlig versagt hat. Ich kann mich noch daran erinnern, im Jahr 2015, da hatten wir eine Situation, da sind jeden Tag 10.000 unkontrolliert über die Grenze gegangen. Da haben bei mir daheim alte Sozialdemokraten, die ich persönlich kenne, nach der CSU gerufen, haben gesagt, jetzt müssen Sie doch endlich was machen. Was machen Sie denn? Sie machen nichts. Da haben Sie versagt. Und dass jetzt so eine Partei, die Union, die hier komplett versagt hat, sich wieder als Problemlöser hinstellt und plakativ mit Forderungen kommt. Das werden wir leider in den nächsten Monaten bis zur Landtagswahl regelmäßig erleben, dass man hier versucht, diese Positionen zu besetzen. Sie sind aber nicht glaubwürdig. Und erst recht ist es natürlich nicht glaubwürdig, wenn solche Forderungen jetzt aus der Ampelregierung kommen. Also ich meine, wir müssen uns nur anschauen, was in der Vergangenheit jetzt auch aus Berlin von der Ampel kam. Ich sage nur das Stichwort erleichterte Einbürgerung. Das heißt also, es sollen jetzt bereits diejenigen, von denen ich gerade gesprochen habe, die 2015 alle illegal ins Land gekommen sind, jetzt erleichtert eingebürgert werden können. Das ist für mich kein Abbiegen nach rechts, das ist für mich mit linke Schlagseite, die wir haben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Fragen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich mich dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie auch ein, diese spannende Woche uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu verfolgen. Wünsche eine schöne und erfolgreiche Woche
Vielen Dank nochmals und ein herzliches Servus aus dem Bayerischen Landtag.